Heute stelle ich euch einige grundlegende Funktionen und die Stationen von Carrier Command 2 vor. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo, ja zu einem Spiel, das einem vom Funktionsumfang ja so ein bisschen erschlägt zu Beginn. Und ich hoffe, dass dieses Video hier ein bisschen helfen kann. Es ist gar nicht so leicht, finde ich, das Spiel im Einzelspieler zu spielen, aber es ist nicht unmöglich. Ich habe hier einfach mal eine neue Spielsitzung gestartet. Und ja, los geht's hier vorne, indem man, ja, wir sind hier beim Stapellauf, das haben wir zum Beginn jeder Session. Bis hierhin ist das noch relativ leicht. Den Hauptstromunterbrecher drücken, die Systeme fahren hoch. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, den Träger zu wassern. So, nicht erschrecken, Kollisionswarnung, alles ganz normal, weil wir ja hier sozusagen noch auf Land unterwegs sind. Und gut, kommen wir nun zu den einzelnen Stationen. Das hier ist die taktische Holokarte, so ein bisschen Dreh- und Angel- und Planungspunkt für dieses Spiel. Ich habe auf den Sitz geklickt, dann setzt er sich hin. Das funktioniert auch bei allen anderen Stationen, wenn man das möchte. Das hat bei manchen Stationen auch tatsächlich praktische Auswirkungen auf die Steuerung. Links unten im kleinen Fenster wird immer angezeigt, was man an der jeweiligen Station machen kann. So, ich kann hier nochmal mit der Karte interagieren, die zoomen. Ich kann die linke Maustaste gedrückt halten, die Karte bewegen, mit WASD die Karte gedrückt halten, mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Und da sehen wir jetzt hier unseren Flugzeugträger, die Startinsel und ein Lager. Hier ist noch eine Barke, das bedeutet dieses Symbol. Und wenn man sich mit mehreren Spielern koordinieren will, darauf gehe ich allerdings in diesem Video nicht weiter ein, gibt es hier X- und Y-Koordinaten, sodass man zum Beispiel sagen kann, keine Ahnung, ich bin in irgendeiner Station, habe hier die entsprechenden Koordinaten und sage dann dem Kanonier, hier bitte da auf die Koordinaten mal feuern oder ein Flugzeug hinschicken oder was auch immer. So, bei dieser taktischen Übersicht, ich drücke jetzt mal Escape, dann gehen wir hier so ein Stückchen zurück, bleiben aber erstmal noch sitzen. Können wir noch hier die Winde uns anschauen, die haben Auswirkungen auf die Geschwindigkeit. Zum Beispiel den Niederschlag kann ich mir anzeigen, dass Nebel, Sichtbehinderung, Meeresströmungen können geschickt ausgenutzt werden oder auch völlig ignoriert werden. Und die Meerestiefe, die ist schon wieder ziemlich wichtig. Diesen Filter kann ich an verschiedenen Stationen anwenden. Und ja, ich will mal sagen, umso roter es wird, lila-rot, umso tiefer ist das Wasser. Keine Gefahr. Und bei den Inseln sieht man, es wird dann irgendwo dunkelgrün. Blau sind dann grundsätzlich etwas flachere Gewässer. Man muss aufpassen, dass man mit dem Träger nicht strandet, weil wenn man strandet, kann es sein, dass man nicht mehr wegkommt und das Spiel an der Stelle aufgeben müsste. So, die normale Kartografie haben wir hier noch. Hier können wir es ein- und ausschalten, das spare ich mir. Ich kann den Fokus auf den Träger setzen, hier per Knopfdruck, wenn ich den nicht suchen will, vielleicht in der größeren Welt spiele. Oder wieder auf die Welt fokussieren. Im Singleplayer hier ist es so, die eigenen Inseln und Locations sind blau, neutrale oder in dem Fall noch gegnerische Bereiche rot. Ja, und der gegnerische Träger und die gegnerische Fraktion ist auch nicht untätig, die wird hier gelb dargestellt. Gut, soweit erstmal zur Holokarte. Dann geht es weiter hier auf der linken Seite, ich will mal sagen, mit dem Logistikbereich. Man kann sich alle Monitore hier auch angucken, ohne auf der Station zu sitzen. Man kann sich auf die verschiedenen Stühle setzen oder man klickt die Bildschirme direkt an, mit denen man arbeiten möchte. Also hier Inventar, Logistik, also man kann auch noch verschiedene Dinge einstellen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Man kann die Helligkeit an den Bildschirmen senken und erhöhen. Man kann sie ein- und ausschalten. Könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Und hier haben wir grundsätzlich erstmal unseren Bestand. Der Bestand und die Logistik, generell die Logistik in diesem Spiel ist sehr wichtig. Hier ganz rechts oben seht ihr übrigens den Bestand an Credits, also das Geld, was man im Spiel ausgeben kann. Am Anfang hat man da noch nicht sehr viel davon. Es gibt verschiedene Abhängigkeiten, also jetzt habe ich gerade Geld dazu bekommen, da kommen wir aber nochmal dazu,
wie sich das Ganze genau zusammensetzt. So, und wir können jetzt hier schauen in dieser Bestandsliste. Wir haben hier einmal einen, ich mache das mal am Beispiel hier der Leuchtraketenmunition. Hier sieht man, es gibt einen Trägerbestand von 100 Stück und es gibt einen Lagerbestand von 200 Stück. So, und dann gibt es hier noch anhängige Bestellungen und auf der Durchreise. So, in der deutschen Übersetzung zumindest. Was bedeutet das? Also erstmal muss man wissen, zu Anfang gibt es nur eine Lagerstätte, aber im fortschreitenden Spiel erobert man ja auch Inseln. Die Inseln, die können verschiedene Dinge zur Verfügung stellen. Die werden dann auch hier auf Lager angezeigt. So, und jetzt mal angenommen, jetzt haben wir ja nur ein Lager. Ich möchte gerne Leuchtraketen. Ich habe zwar 100 Stück, aber ist ja egal. Da klicke ich mal drauf und sage, ich möchte aus dem Bestand eine Bestellung aufgeben. Also 10 Leuchtraketen. Habe ich draufgeklickt, drücke jetzt wieder Escape, gehe hier wieder raus und sehe hier anhängige Bestellung. So, wer jetzt denkt, die Bestellung würde automatisch geliefert, der hat sich getäuscht. Es ist nämlich so, dass wir für die Lieferung sogenannte Barken brauchen. Diese Barken, da haben wir eine aktuell von und die hat keinen Auftrag. So, die habe ich mal angeklickt. So, da sehen wir hier die Gesundheit, Ladekapazität. Ich kann ins Inventar gucken, die Barke ist leer. So, und hier kann ich sehen, die Barke, also ich scrolle hier mit dem Mausrad, ne, bewege hier die Karte mit WASD. Wie gesagt, man kann hier auch, das wiederhole ich jetzt nicht immer, linke Maustaste gedrückt halten und bewegen. Ich habe XYZ-Koordinaten, Z wäre nochmal die Höhe. So, wenn ich jetzt die Barke anklicke, dadurch, dass ich eine anhängige Bestellung habe von diesem Lager, das weiß ich ja, kann ich sagen, ich möchte Wegpunkte setzen, klicke ich drauf, dann halte ich die linke Maustaste auf der Barke gedrückt und ziehe den Strich zum Lager. Und dieses Symbol bedeutet, dass die Barke hier den Auftrag hat, die fängt auch gleich an zu blinken, hier etwas abzuholen. Und dann klicke ich nochmal links und halte von hier. Na, das macht er, das will er gerade nicht so machen. Ach doch, er hat schon aufgeladen, weil wir so nah dran sind. Normalerweise wäre das von den Wegpunkten her so. Ich ziehe das hier hin und von hier gleich weiter. Ja, links gedrückt halten. Dann sehen wir, okay, hier. Jetzt wird die Barke geladen. Und wenn die Barke dann die Materialien geladen hat, werden sie weiter transportiert zum Träger. So, hier kann ich mit Escape wieder rausgehen. Ich habe den Bestand, ich habe die Karte, ich habe die Barken. Auf der Karte kann man noch andere Dinge machen. Nämlich, ich habe jetzt mal auf das Lager geklickt. Das geht dann später auch bei den Inseln. So, Entschuldigung. Ich habe jetzt hier in dem Fall noch keine Insel erobert. Hier sehen wir aber, hier die Barke fährt los. So, hier. Ne? Hier sehen wir auch bei anderen Inseln, was die zur Verfügung stellen. Wenn sie denn uns gehören würden. Also hier zum Beispiel Flugzeugchassis. Man muss sich ja hier im Spiel auch alles selber zusammenklöppeln irgendwie. Es gibt Kraftstoffinseln, es gibt Geschütztürme, es gibt welche für Kleinmunition, für Fahrzeugchassis, für Barken. Ne, viel mehr haben wir auf dieser kleinen Karte. Jetzt sehe ich doch hier noch Großmunition und Fahrzeugaufsätze. Und ja, also die Barke, die liefert mir jetzt hier die Materialien. Ich bin schon bei 320 Credits. Das passt soweit. Ich habe hier im Prinzip zweimal den gleichen Bildschirm. Da kann ich jetzt halt zum Beispiel mir unterschiedliche Sachen einstellen, damit ich die im Vorbeigehen auf den Blick habe. Was weiß ich, ich möchte jetzt hier immer den Bestand sehen. Das kann ich also hin und her schalten. Ich drücke hier immer zweimal Escape. Einmal, um wieder auf den Sitz und einmal wieder rauszukommen. Und jetzt sehen wir, hier oben tut sich was. Beim Lieferprotokoll. Nämlich, ich habe hier meine 10 Leuchtraketen geliefert bekommen. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir hier nur an der Oberfläche kratzen können in diesem Video. Ansonsten würde es euch erschlagen. Es wird schon noch mehr als genug. Das kann ich euch an der Stelle schon mal versprechen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt die doch gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, aber ich werde mich sehr bemühen. So, schauen wir mal weiter. So, hier oben ist der Kassenstand. So, ich klicke da immer einmal drauf und dann zoomt da ran und da sehen wir hier, ich habe eine Anfangsbilanz, kein Geld.
Ich habe hier einmal Geld für eine Inselkontrolle, da bekomme ich laufend Geld. Es gibt aber auch für Inseleroberung, für Fahrzeugbergung und für Produktion, beziehungsweise hier, das ist immer nicht nur positiv, sondern auch wenn ich Dinge herstelle, bekomme ich hier negative Beträge, die dann zu einer Gesamtbilanz führen. Also die hauptsächliche Einnahmequelle hier ist die Inselkontrolle. Das ist im Prinzip meine Startinsel, die hier laufend dafür sorgt, dass ich Einnahmen generiere. Das Geld brauche ich für die Produktion. Und die hatte ich ja gerade schon gezeigt. Kann man auf jeder einzelnen Insel sagen, wie man was produzieren möchte. Man kann das Geld auch ausgeben, um auf den Inseln Abwehrgeschütze zu stationieren. Das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man sein Geld ausgeben kann. Ja, und wie man dann Abwehrgeschütze zum Beispiel bauen kann, das schauen wir uns auch noch an. Jetzt ist es aber so, dass nicht bei jeder Station alles möglich ist. Also man muss wissen, bei welcher Station man was machen kann. Also wenn ich jetzt hier auf eine Insel klicke, da kann ich nicht dieselben Dinge tun, wie zum Beispiel an den Stationen dort ganz auf der anderen Seite. Das muss man einfach an der Stelle wissen. So, dann gibt es hier noch die Fahrzeugausstattung. Dafür ist der Logistiker auf der Seite auch zuständig. Wir können auf dem Träger gleichzeitig 8 Land- bzw. Wasserfahrzeuge beherbergen und 8 Luftfahrzeuge. Und das sind jetzt zum Beispiel, also die sind jetzt schon da. Hier sind 3 Balken daneben. Also einmal, wie beschädigt oder unbeschädigt das System ist. Dann Sprit und Munitionierung müsste es sein. So, und wenn ich da drauf klicke auf das Fahrzeug, dann sehe ich, womit das ausgestattet ist. Auf die Ausstattung werde ich jetzt nicht im Detail eingehen, aber ich kann sie hier sehen. Beziehungsweise ich sehe, es gibt 3 Slots hier zum Beispiel bei diesem Fahrzeug Ziel. Also ich brauche ein Chassis. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Also das ist jetzt ein fertiges, ne? Wie viel das verträgt, wie schwer das ist, Lebensenergie, Sprit, Munition. So, und ich kann auf einen von den Slots klicken. Dann bekomme ich hier verschiedenste Ausrüstung angezeigt, die ich da reinbauen kann. Und dann wird das Fahrzeug dementsprechend ausgerüstet. Und wenn ich auf einen leeren Slot klicke, dann kann ich gucken, was habe ich denn für Chassis überhaupt hier? Ne, also Ziel, leichtes Spähfahrzeug, Walrus, Mehrzweckfahrzeug, Bär, schwere Plattform, Maultier, Logistik, Unterstützungsfahrzeug. Wenn ich ein Chassis an Bord hätte, dann könnte ich das jetzt hier auswählen und dann müsste ich es danach ausrüsten, so wie ich das hier auch bei der Umrüstung machen kann. Und dann sehe ich, dann bewegen sich diese Balken nach oben und dann sehe ich, irgendwann ist das Ganze hier fertig. Und dasselbe habe ich nochmal für Luftfahrzeuge. Also hier ist ich habe unterschiedliche Luftfahrzeuge, also Flugzeuge und Hubschrauber, die ich hier auch mit derselben Systematik ausrüsten kann, hier mit Kamera, mit Raketen und so weiter. Kamera ist eine wichtige Ausrüstung, das aber nur mal als Randnotiz an dieser Stelle. Wenn ich zum Beispiel einen Aufklärungsflug mache und mit einem Flugzeug zum Beispiel Gegner markieren möchte, damit die auf der Karte angezeigt werden, kann ich manuell diese Kamera bedienen, während ansonsten das Flugzeug automatisch fliegt. Solltet ihr euch merken, ich selber bin kein Freund davon, ganze Gefährte manuell zu bedienen. Das ist aber an der einen oder anderen Stelle notwendig. Da gebe ich euch noch einen kurzen Tipp, nämlich für die Eroberung einer Insel nutzt man vorwiegend diese Ausrüstung hier und das sind Virenbots. Das wird einem im Tutorial nicht gut erklärt. Die werden nicht automatisch eingesetzt bei der gegnerischen Basis, sondern da muss man wirklich mal kurz die manuelle Kontrolle übernehmen, die Virenbots auswählen und die dann losschicken. So, an der Stelle nur erwähnt, weil ich da persönlich eine ganze Weile dran rumgedoktert habe, bis ich das rausgefunden habe. Und ja, hier auch, wenn man ein Chassis hätte, Albatros Aufklärungsflugzeug, Manta Jet, Razorbill, leichter Hubschrauber oder den Petrel, das ist ein schwerer Hubschrauber. Es gibt noch weitere Fahrzeuge, die man einsetzen kann. Muss mal gerade gucken, ob ich das hier so ohne weiteres, ja, hier, Nadelfisch, CIVS und so weiter und so weiter. Also das sind nochmal Schiffe, auch die ich produzieren kann und dann auch noch zusätzlich steuern kann. So Unterstützungsschiffe, die verschiedene Dinge können, Torpedowerfer, Kanone, Raketen und so weiter. Das aber auch nur, damit ihr das mal gehört habt. Und bei Bedarf
ausprobieren könnt. Ja, dann sind wir hier bei der Kommunikation und Schadenskontrolle. Und jetzt werde ich mal, da habe ich auch eine Weile nach gesucht. Jetzt ist es ja hier so ein bisschen duster, man kann die Schrift schlecht lesen. Ich gehe mal kurz zurück. Hier gibt es an der Wand einen Lichtschalter. Und schon können wir uns auch im Dunkeln hier gut umschauen. Also wie gesagt, hier haben wir einmal die Schadenskontrolle und die Kommunikation. Hier auf der linken Seite, wir können hier Kraftstoffventile ein- und ausschalten. Habe ich selber nie gebraucht. Hier wird der Kraftstoffstand angezeigt. Da muss man sich also auch um Nachschub kümmern. Am Anfang muss man sich da noch keine großen Sorgen machen, sollte es aber bei seiner Eroberungsplanung durchaus berücksichtigen, sich vielleicht eine dementsprechende Insel zu krallen. So hier, das ist vorwiegend für den Story-Modus. Da werden Übertragungen, Nachrichten, ja, kann man Nachrichten abspielen, wenn man das möchte. Hier gibt es eine Übersicht, wo was beschädigt ist. Im Grunde braucht man das nur, meiner Meinung nach, dass vielleicht Aufmerksamkeit erregt wird, dass man sieht, okay, da blinkt was, um dann aber hier oben zu schauen, bei der Reparatur. So, und das ist jetzt so, momentan ist alles auf 100%, wir haben den Rumpf, ne, das wird hier auch angezeigt, wenn man drüber fährt, Kanonen vorne, hier ist glaube ich die Hauptkanone, Abwehrkanonen, die Brücke mit Radar und hier hinten zum Beispiel zum Abschießen von Torpedos. Es kann immer nur ein System gleichzeitig repariert werden. Da könnt ihr hier den Regler umlegen, das geht jetzt gerade nicht. Das geht nur, wenn die Systeme beschädigt sind. Und es kann immer nur eins repariert werden. Was mir zum Beispiel am Anfang völlig entgangen ist, ich hatte meinen Fokus so hier auf diesen Hauptbereich, aber hier unten steht nochmal 100%. Und das 100%, das ist kein Durchschnittswert der einzelnen Werte, die hier zu sehen sind, sondern es ist die Rumpfintegrität des ganzen Trägers. Wenn die auf Null ist, ist Game Over. Deswegen immer schön aufpassen, dass der Rumpf nicht kaputt geht. Der braucht im Vergleich zu den anderen Systemen auch sehr lange, bis er wieder repariert ist. Dann lieber doch mal die Flucht ergreifen. Vielleicht nicht bei 90, 80 oder 70%. Ihr müsst das mal so ein bisschen selber austarieren, bei wie viel Prozent ihr da noch wegkommt. So, Schadenskontrolle, Kommunikation. Hier gibt es noch Energie. Level, wenn es da mal Schwierigkeiten geben sollte, bei der Energieverteilung zwischen Reparatur, Antrieb, Waffen, Aufzug und Kran und Radar, könnte man. Habe ich persönlich noch nie genutzt, kann man aber. Hier neben dem Hauptstromunterbrecher, damit schalte ich ja den kompletten Strom an und aus, auch sagen, ich nehme einzelnen Bereichen die Energie oder gebe sie ihnen, zum Beispiel den Waffen für die Reparatur, für den Antrieb, für das Radar. Oder den Aufzug und den Kran, dann müsst ihr einfach mal die Level im Auge behalten. Wenn es da mal Schwierigkeiten geben sollte, mir ist da bis jetzt noch nichts untergekommen, aber bis jetzt, also ihr könnt auf jeden Fall diese Möglichkeit nutzen, wenn ihr wollt. Hier vorne haben wir, wie unschwer zu erkennen, den Navigationsbereich mit allerlei Bildschirmen, Knöpfen und Hebeln. Lasst euch da mal nicht verrückt machen. Die wichtigsten Dinge sind Steuern und Gas geben. Alles andere ist jetzt nicht unwichtig, aber da seid ihr schon mal ganz gut bedient. So, und wenn ich jetzt hier das Ruder anklicke, dann komme ich in den Steuerungsmodus, also ich kann mich weiter mit der Maus umgucken und kann aber mit A und D lenken und mit W und S die Geschwindigkeit regulieren. Warum tut sich da momentan nichts? Weil man vorher den Motor einschalten muss. Zündschlüssel ist nicht nötig, aber ihr müsst einmal hier oben auf den Knopf drücken. So, fortan wird auch Sprit verbraucht. So, also ich kann lenken, links, rechts. Ich kann Gas geben, ich kann hier nicht mit der Maus klicken und ziehen, das geht nicht. Könnt ihr nur mit W und S Gas geben. Hier oben bekommt ihr eine Anzeige, hier, wir fahren vorwärts, hier hinten. So, das ist meine Barke, die da wegfährt. Da sieht man so ein bisschen, wie die Schrauben verwirbeln, 84 Knoten. So, jetzt halte ich mal wieder an. So, jetzt kommt man vielleicht das ein ums andere Mal in die Verlegenheit, zum Beispiel von einem Hindernis wegzufahren oder kurz bevor man auf eine Sandbank drauf rauscht oder einfach nur aus welchem Grund auch immer, dass man gerne rückwärts fahren möchte. Nur wenn man rückwärts fahren möchte, dann
muss hier tatsächlich erstmal das Rückwärtsfahren aktiviert werden und dann gibt man Gas nach vorne sozusagen, ne? Und sieht hier rückwärts. Ja? So, wieder anhalten. Rückwärts aus. Wenn rückwärts aus ist, bedeutet es automatisch vorwärts. Dann gibt es noch einen besonderen Betriebsmodus, nämlich das Seitenstrahlruder. Wenn das eingeschaltet wird, dann dreht sich das Schiff nicht, wenn man lenkt, sondern fährt seitwärts mit A und D. Ihr könnt, wenn ihr hier oben auf den Monitor guckt, so ich drücke mal A, dann fährt er nach links. So, lasse ich wieder los. Dauert das einen Moment, bis das Schiff wieder anhält. Und mit D bewegt sich das Schiff nach rechts, ohne sich gleichzeitig vorwärts oder rückwärts zu bewegen, wenn man das zur Navigation denn mal nutzen möchte. Dann gibt es ja noch verschiedene Knöpfe, die man drücken kann. Das ist einmal Ruder sperren, ja, um halt das Ruder zu sperren, wenn man das möchte, was gibt es da noch zu erklären. Oder, was auch ganz interessant ist, wenn man in eine Richtung fährt und nicht mehr nachlenken und sich keine Gedanken machen muss und längere Zeit in eine Richtung fahren möchte, dann kann hier der Hebel umgelegt werden, Richtung beibehalten, und der macht genau das, was er dann sagt. Ihr müsst nur in kritischen Situationen mitunter dran denken, dass ihr hier nicht einfach am Ruder drehen könnt, das ist nämlich gesperrt, ich drücke gerade, passiert nichts, sondern dass ihr den Hebel, dass ihr den Knopf hier vorher wieder drückt. So, es gibt noch Navigationslichter, die man einschalten kann. Ich sehe sie gerade nicht, das müssten so Blinkies sein. So, und hier gibt es noch Scheinwerfer nach unten, Scheinwerfer nach oben, um da noch ein bisschen was zu lenken, wenn man das möchte. Hier gibt es noch manuelle Instrumente, die man sich auch angucken kann. Hier links ist noch ein Kompass, wenn man mal schauen möchte, in welche Himmelsrichtung es geht. Hier oben ist auch noch mal ein Kompass zu sehen. Da kann man auch sehen, je nachdem, wie der Wellengang ist, wie der Träger im Wasser liegt. Das hier ist ein durchaus wichtiges Instrument, der Tiefensensor. Der Tiefensensor, wir haben uns ja schon mal mit den Farben für verschiedene Tiefen beschäftigt, der zeigt euch hier in der Regel rechtzeitig an und gibt euch auch eine Warnung, wenn das Wasser flach wird. Umfahrt die Flachwassergegenden unbedingt. Unbedingt. Nicht nur wegen der Beschädigung, sondern weil ihr vielleicht dann auch ansonsten nicht mehr wegkommt. Ja, ansonsten gibt es ja noch einen Hauptalarm, der geht auch immer mal automatisch an, wenn kritische Situationen sind, um einen aufmerksam zu machen. Ich kann den auch manuell auslösen. Dann gibt es hier Alarmstufe Rot. Und ich kann ihn hier auch wieder stillschalten. Dann wird der Alarm, beendet. Ja, soweit zur Navigationsstation. Weiter geht es mit der Waffenkontrolle. Hier ist alles Mögliche offline, aber wenn man hier drauf fährt, leider nicht überall mit einem Mouse-Over, dass man sieht, hier, das ist der Flugabwehrstatus, CIWS-Status, das ist auch nochmal so, CIWS-Waffen hinten, wenn mich nicht alles täuscht, und Unterstützungswaffen. Und hier gibt es allerlei Hebel und Schalter und alles ist sehr verwirrend. Das kriegen wir aber hin. In der Regel könnt ihr im Prinzip durchgehend im Spiel Waffen auch eingeschaltet lassen. Also ich wüsste keinen guten Grund, warum die zwingend immer deaktiviert sein müssten. Und das hier sind die automatischen Abwehreinrichtungen, CIWS. Man sieht es auch hier, wenn man mal gucken will, wo das ist. Wenn ich hier bei der Beschädigung nochmal gucke, hier CIWS, Brücke, Radar und so weiter. Ne? Die werden ja dann hier auch angezeigt, wo die sind. Dann könnt ihr euch die auch hier aus dem Fenster angucken oder ihr könnt auch rausgehen, über den Träger laufen. Es gibt hier auch noch verschiedene Dinge, wo man hingehen kann, auf Hangar. Alles Dinge, die wir uns heute aufgrund des Umfangs nicht anschauen werden, aber nur, dass ihr mal wisst, dass es da was gibt. Also, Abwehreinrichtungen einschalten. Das war's auch schon. Die werden fortan so lange automatisch funktionieren, bis sie beschädigt werden. Und dann müsst ihr sie reparieren. So, einen Unterschied gibt es bei den Flugabwehrraketen. Die könnt ihr hier zwar einschalten, die funktionieren aber nicht vollautomatisch, sondern wenn ein gegnerisches Ziel anvisiert ist, dann blinken hier unten diese Knöpfe. Weiß,
so wie sie jetzt, wenn ich draufklicke, kurz weiß angezeigt werden. Und nur dann kann man von hier AA, steht für Anti-Aircraft, hier auch Raketen abschießen. So, kann man auch eingeschaltet lassen. Dann gibt es hier noch einen Leuchtraketenwerfer, den man nutzen kann, wenn man möchte. Würde ich vielleicht nicht empfehlen im Kampf mit dem Gegner bei Nacht, aber man kann ihn nutzen. Der ist auch sofort bereit. Ich kann hier eine Leuchtrakete starten. Mal gucken, ob das hier auf die Schnelle was wird. Okay, gut. Auf jeden Fall, da könnte man Leuchtraketen starten. Vielleicht sehe ich es auch gerade einfach nur nicht. Macht nichts. So, hier können die Marschflugkörper grundsätzlich... Da, jetzt hat einen Moment gedauert, bis der Befehl ausgeführt wurde. So. Da wird es ein kleines bisschen heller, wenn die Leuchtrakete am Himmel ist. So, dann, ja, wie gesagt, gibt es hier noch weitere Hebel und Knöpfe, die man drücken kann. Ich kann es gerade gar nicht richtig lesen, weil es so hell ist. So, Marschflugkörper, die kann man von hier aber nicht abfeuern, man kann sie nur aktivieren. Und die Hauptkanone, die wird sicherlich noch häufiger im Spiel dann zum Einsatz kommen. Das Ding heißt nicht umsonst Hauptkanone. Die kann hier aktiviert werden. So, und dann diese Marschflugkörper, die Hauptkanone und so weiter sind zu bedienen über diese Station. Also hier habe ich einmal das Luft- und Seeradar, wo ich sehen kann, wo sind wir denn eigentlich und was ist denn hier eigentlich. In der Mitte sind wir. Man kann hier auch noch die Reichweite noch ändern, indem man am Mausrad dreht. Also welcher Radius hier abgedeckt werden soll, das müsst ihr selber wissen, was euch da am besten gefällt und je nach Situation. Und hier unten beim Beobachtungsgerät, das ist nicht nur zum Beobachten, sondern das ist auch, um die Hauptwaffensysteme zu verwenden. Nur ganz kurz gehe ich da mal rein. Das ist auch etwas, was im Spieltutorial ein kleines bisschen zumindest erklärt wird. Man schaltet mit R auf manuell, stabilisiert das mit dem wegen dem Wellengang mit T und kann dann mit Y durch die verschiedenen Waffentypen wechseln, mit dem Mausrad zoomen und per Linksklick die Waffe abfeuern. Wenn das mit dem Waffeabfeuern nicht klappt und irgendwelche Fehler links angezeigt werden, einfach nochmal links drücken, um den Befehl zurückzuziehen. Ihr müsst genug Munition haben. Die Waffe, die ihr benutzen wollt, darf nicht kaputt sein, logischerweise. So, jetzt habe ich gesagt, Unterstützung angefordert. Nein, ich will nicht auf mich selber schießen. Hätte ich beinahe eine Rakete abgeschossen. Das dauert dann immer ein bisschen. Und was man hier halt auch machen kann, ist, wenn man irgendwelche Gegner sieht und die so ein bisschen im Visier behält, mit dem Kreuz in der Mitte, dann kommt eine Prozentanzeige und die werden identifiziert bzw. markiert. Und wenn die markiert sind, dann könnt ihr die laufend verfolgen auf dem Bildschirm. Die werden als roter Blob angezeigt. Und da besteht auch die Möglichkeit, andere Waffen, Boden-, Wasser- und Luftfahrzeuge halt auch auf die Gegner anzusetzen. So, wichtig ist, immer die Logistik im Auge behalten, dass man für alles immer genug Munition hat. Da müsst ihr vielleicht auch mal ein bisschen rumprobieren. Es wird nicht so gut erklärt, welche Munition man für was genau braucht. Aber wie gesagt, wegen des Umfangs hier lassen wir das an der Stelle erstmal außen vor. Es gibt nämlich noch genug zu erklären. So, hier können Torpedos aktiviert werden. Die sind ein bisschen komplizierter zu steuern am Anfang, wenn man nicht genau weiß, wie es geht. Darum zeige ich es euch kurz. Es gibt 4 Torpedo-Abschussrohre. Und zwar vorne und hinten. Und ihr könnt aussuchen, mit was die geladen werden sollen. Ihr könnt die laden entweder mit einem Torpedo oder mit einem Täuschkörper. Der Täuschkörper sorgt eben dafür, gegnerische Torpedos abzulenken. Und vielleicht auch falsche Signale auszusenden. Da gibt es auch verschiedene Täuschkörper und Torpedos, glaube ich. Und hier hinten gibt es auch nochmal Gegenmaßnahmen, die nochmal eingeleitet werden können. Die muss man erstmal einschalten. 6-mal hat man hier die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen zu starten. Möglicherweise auch gegen gegnerische Raketenangriffe, das kann ich gar nicht so genau sagen. Im Zweifel einfach mal losschicken, die Dinger. So, Torpedo laden. Ich lade mal einen. Und hier unten lade ich mal einen Täuschkörper.
Das dauert dann einen Moment, dann wird das hier grün angezeigt. Und hier auf dem Radar ist jetzt, weil die Torpedos aktiviert sind, eine rote Linie zu sehen. Und man steuert die hier mit Kurs, also in Grad. Ne, 0 nach vorne, 45 Grad ist dann nach rechts schräg oben, um das mal so ein bisschen simpel auszudrücken. Und so weiter. Also in Richtung des Zieles möglicherweise. Und dann ist hier noch eine Aktivierungsverzögerung einzustellen. Ja, die muss mindestens 10 Sekunden betragen. Das bedeutet, der Torpedo wird scharf und sucht nach Zielen 10 Sekunden, nachdem er abgefeuert wurde. Das ist so die mindeste Sicherheitslösung. Und das müssen wir mal so ein bisschen austarieren, je nachdem, wie weit der Gegner weg ist. Kann natürlich auch sein, der ist ganz nah dran. Und nach 10 Sekunden ist der Torpedo schon vorbei, aktiviert sich hier hinten und fängt dann an zu suchen. Und ja, da kann man dann natürlich Pech haben, dass es nicht funktioniert. So, wenn man das alles eingestellt hat, kann ich über diesen Knopf den Torpedo abschießen. Das mache ich tatsächlich auch mal. Und sehe dann, dass der Torpedo hier losschwimmt. Und ja, dann anfängt zu suchen und wahrscheinlich, hoffentlich, nichts finden wird. Also zumindest hoffentlich nicht uns selber. So, dann habe ich hier verschiedene Informationsmonitore. Wie gesagt, da kann ich gucken, wie der Flugabwehrstatus aussieht. Der ist geladen. Da müssen Raketen drin sein. Der ist scharf. So, Munition. Wird alles angezeigt. Ja, ob das Abwehrkanonen sind oder ob das Raketen sind, ob das die Flugabwehr ist, dass die Kanone ist, die hier dementsprechend geladen ist mit der Munition und wo auch noch dementsprechende Reserven da sind. Das kann ich mir alles auf diesen Informationsmonitoren anschauen. So, dann gibt es hier noch den großen Bereich der Fahrzeugsteuerung auf der rechten Seite. Ein sehr wichtiger Bereich. Hier auch mit drei Stationen, die gleichberechtigt funktionieren. Und wenn wir mal links anfangen, da ist es noch am einfachsten, können Scheinwerfer eingeschaltet werden, wenn man das möchte. Man muss auch ein bisschen aufpassen übrigens. Je nachdem, wie gerade der Seegang ist und ob Tag oder Nacht ist. Und je nachdem kann es auch sein, dass hier Geräte beim Start und bei der Landung kaputt gehen. Da insbesondere vorsichtig sein, insbesondere am Anfang, zumindest meines Erachtens, sehr vorsichtig mit den Fluggeräten umgehen, weil man die nicht so einfach und so schnell wieder ersetzen kann. Meiner Meinung nach zumindest im Vergleich zu den Bodenfahrzeugen. Hier übrigens, hier sehen wir rechts noch den Torpedo. Der ist hier auf dem Bildschirm auch zu verfolgen. So, hier kann man noch die Scheinwerfer noch mal ein bisschen genauer steuern. Rauf, runter, links, rechts, wenn man das möchte. Oder das einfach auch lassen. So, dann können wir hier in der Fahrzeugsteuerung tatsächlich Fahrzeuge auswählen und steuern oder sie die Kamera der Fahrzeuge aufrufen und da auch die Steuerung manuell übernehmen, wenn man das möchte. Wenn ich jetzt hier mal bei der Barke gucke, so, dann kann ich die steuern. Manuell, wenn ich möchte. Dazu hatte ich eben, links unten steht immer, welche Knöpfe man drücken kann. So, jetzt stelle ich die wieder auf Automatik und gehe mit Escape wieder raus. Da hat man verschiedene Optionen, was man da machen kann. So, und hier, ich habe ja vorhin schon gesagt, an unterschiedlichen Stationen, das sieht so aus, ähnlich aus, aber man hat doch unterschiedliche Optionen. Und zwar sehe ich jetzt hier auch gegnerische Kommandozentralen auf der Karte. Und hier oben passieren irgendwelche Dinge. Soll uns aber mal nicht stören. Was ich hier zeigen wollte, ist, wenn ich die eigene Kommandozentrale anschaue, während ich ja bei der Logistik vorhin, habe ich ja dann die Möglichkeit bekommen, Dinge zu produzieren. Oder hätte die Möglichkeit, Dinge zu produzieren, je nachdem, was da halt angeboten wird auf der Insel. Und hier habe ich zusätzlich die Möglichkeit, jetzt zu sagen, ich möchte Türme zur Verteidigung stationieren. Ja? Primärer Waffenturm oder hier stationärer Turm CIVS oder mit Raketen. Und wenn man da draufklickt, dann sagt er einem, okay, kostet 1000 Nüsse. Das mache ich jetzt einfach mal, um das zu zeigen.
Und dann kann ich mal aussuchen, wo auf der Insel der hingebaut werden soll. Zum Beispiel hier. Und dann wird er konstruiert und sorgt fortan hier für eine automatische Verteidigung. Da sollte man sich genau überlegen, wo man die hinbaut. Persönlich habe ich immer versucht, so 3 Türme in der Nähe der Kommandozentrale zu bauen. Man kann das aber auch ganz anders machen. Und man braucht natürlich je nach Strategie hier auch das notwendige Kleingeld. So, hier rechts ist der Kranstatus. Ja, da wird gezeigt, hier Dinge werden auf- und abgeladen, wie auch immer. Da könnte manuell sowieso nichts machen. Deswegen schenke ich mir das jetzt mal an der Stelle. Dann ist wichtig, die Luftfahrzeugkontrolle, also hier die Luftfahrzeugkontrolle und Oberflächenkontrolle. Das sind, wie ich eingangs bereits erwähnt, diese Knöpfe hier. Diese 8 Knöpfe für Boden und die 8 Knöpfe für Luft, die entsprechen hier hinten den Fahrzeugen. Also kann ich gucken, was möchte ich denn starten. Zum Beispiel hier, ich möchte ein Bodenfahrzeug starten, aber keins, wo irgendwie ein Virusbot drin ist. Ne? Gucke ich mal, S1 will ich nicht, sind Virenbots drin. Hier, S2, da sind Kanonen drauf. Also ich möchte S2 starten. Und dann möchte ich mal hier so ein Fluggerät starten mit einer Kamera, damit ich euch das auch mal kurz nur zeigen kann. Kleiner Exkurs zur Bedienung. Einfach weil es für mich auch ein wichtiger Lernpunkt war. Also starten wir S2. Dann blinkt das hier eine Weile, bis es abgedockt ist. Und wir starten einen Flieger. Gut, und dann werde ich jetzt hier mal erstmal warten, bis das Fluggerät an Deck kommt. Das müsste dann hier den Aufzug hochgefahren kommen. Im Gegensatz zum Helikopter, der direkt von hier starten kann, muss diese Drohne hier ein bisschen Anlauf nehmen. Und sobald die Flugzeuge oder was auch immer man da startet, gestartet sind, hier sehe ich übrigens schon das SEAL-Team und könnte hier schon eine Steuerung übernehmen. Das gucken wir uns aber gleich an. Jetzt, wie gesagt, warte ich erstmal, bis die Drohne hier hochkommt. Die kommt jetzt hier langsam hoch, fährt dann an den Startpunkt. Und wenn die Drohne da ist, geht es hier weiter. Beziehungsweise gucken wir hier doch mal hier. Ich habe die Startbahnbefeuerung noch. Jetzt ist es ja dunkel. So, am Rand, generell und am Ende. Ja, einfach mal so aus Sicherheitsgründen. So, wie gesagt, die Drohne, das geht jetzt relativ schnell. Sobald die dort angekommen ist, fliegt sie los. Und schon kann ich in der Fahrzeugsteuerung die Kontrolle übernehmen. Was ich mal als erstes mache ist, wenn man hier den Mausknopf gedrückt hält, kann man Zielpunkte ziehen. Dann zieht er erstmal eine Kurve, ja, fliegt dahin und ja, macht dann irgendwie was. Wenn man einmal draufklickt und nicht gedrückt hält, dann sehen wir hier einmal die Lebenspunkte, 40 von 40. Wie viel Kraftstoff noch drin ist, wie es mit Munition aussieht und was genau geladen ist. Ja, zweimal hier, das ist eine Maschinenkanone und nochmal zweimal Raketen. Der könnte aber auch Bomben tragen oder was auch immer. Und trägt eben hier auch diese Kamera, die ich am Anfang mal erwähnt hatte. Und wir können es tatsächlich auch so machen. So, er würde jetzt hier hinfliegen und wird dann ein bisschen orientierungslos. Aber wenn ich von hier nochmal den linken Mausknopf gedrückt halte, ziehe den woanders hin. Na, jetzt muss ich es nochmal neu machen. So, von hier wieder links gedrückt halten. Na? Will er nicht? Warum will er denn gerade nicht? Moment mal. Dann nehmen wir mal die größere Übersicht. Also immer weiterziehen. Gedrückt halten, loslassen, gedrückt halten, loslassen, gedrückt halten, loslassen, gedrückt halten, loslassen. Aber ich nicht schnell genug. So, dann zeigt dir hier dieses Symbol mit 2 Pfeilen und einem Kreis an. So, das bedeutet, dass dieser dass der Albatros jetzt hier Patrouille fliegen wird. Immer im Kreis. Und das gibt mir die Möglichkeit, euch nochmal was in Ruhe zu zeigen. Nämlich, so, wir können hier einmal die Kamera einschalten. Da wird eine Verbindung hergestellt zum Fluggerät. Und jetzt ist eins wichtig. Wenn man die manuelle Kontrolle übernimmt, er zeigt ja links unten an, den Aufsatz zu wählen. Hier sind jetzt ja nur 6 drin. Aufsatz 1 ist kein Aufsatz. So, und das ist da oben dieses Lenkrad, dann übernehme ich die manuelle Flugkontrolle. Für mich persönlich ist das nichts.
Ihr könnt das ja mal ausprobieren, sollte man aber wissen. 2 ist die Gelenkkamera. Und dann haben wir hier die Raketen, die wir noch auswählen können. So, ich wähle jetzt die Kamera aus mit 2 und sage dann, ich übernehme die manuelle Steuerung. Und jetzt habe ich nicht die manuelle Steuerung über das Fluggerät übernommen, sondern ich habe die manuelle Steuerung nur über die Kamera übernommen. Und kann diese Kamera jetzt hier manuell drehen. Was mir zum Beispiel die Möglichkeit gibt, Ziele zu markieren und sie anschließend anzugreifen oder andere Einheiten dorthin zu schicken. Ja, das hat eine Weile gedauert, bis ich das rausgefunden habe, ist aber meines Erachtens eine sehr wichtige Komponente. So, ich stelle die mit R wieder auf Automatik, drücke Escape und schon bin ich wieder raus aus der Geschichte. Wenn ich einen Gegner angreifen möchte, ich kann das jetzt vielleicht mal andeuten. So, die Albatros soll hier diese gegnerische Station angreifen. Das machen wir natürlich nicht. Ist wahrscheinlich eh zu weit weg. Na, nicht ganz. So. Gut, das war nicht ganz das, was ich erwartet habe. Gut, wahrscheinlich, weil ich die Station jetzt nicht ohne weiteres angreifen kann. Also es ist aber so, wenn ihr, glaubt mir, wenn ihr da so auf einen Gegner draufzieht, den ihr identifiziert habt, dann werdet ihr gefragt, mit welchen Waffen ihr angreifen wollt. Das könnt ihr dann auch nochmal auswählen. Und dann geschieht das Ganze völlig automatisch, wenn ihr wieder landen wollt. Hier immer, wie gesagt, wichtig, Lebenspunkte, Kraftstoff und so weiter im Auge behalten. Wenn die Lebensenergie weiter runter geht oder keine Munition mehr da ist, dann werden hier auch Ausrufungszeichen angezeigt. Man kann auch raus und reinzoomen, wenn ihr wieder zurück wollt zum Träger. So, der wird dann weiß gehighlightet, wenn man da den Strich drauf sieht. Loslassen. Nachdem der Albatros jetzt diesen Zielpunkt angeflogen hat, kommt er zurück und landet dann wieder. So, SEAL Teams funktioniert ganz genauso. So, hier in der Kamera, hier könnte ich auch so Steuerung manuell übernehmen. Ich könnte aber auch die Kanone manuell übernehmen und die hier abfeuern, wenn man das möchte. Und wenn ihr mit Virenbots unterwegs seid, die man ja braucht, oder ist eine Möglichkeit, um eine gegnerische Insel zu erobern, dann wählt ihr die einfach aus über die Aufsatz-Slots und schickt die los einfach. Linker Mausknopf. Und danach könnt ihr das Ganze wieder auf automatisch stellen. Wird ja links unten angezeigt, wie es geht. Kanone automatisch. 30mm Kanone. Escape drücken. Und wir sind wieder draußen. So, und das Team darf jetzt auch wieder andocken. Andocken meine ich. Bei den Fluggeräten darf man nicht außer Acht lassen, auch wenn man schaut hier, dass die Munition ausgeht, dass die eine Weile brauchen und auch erstmal Kurven fliegen, bis sie dann wieder zurückkommen. Also nicht unbedingt auf dem kürzesten Deck. So, hier gibt es noch eine Option, Hold on Deck. Werden, glaube ich, alle Operationen auf Deck eingestellt, wenn das mal aus irgendeinem Grund nötig sein sollte. Mir ist das bisher nicht untergekommen. Aber einfach der Vollständigkeit halber. Ja, und im Multiplayer könnte man sich dann hier dementsprechend aufteilen, wenn man das dann möchte. So, ich habe alle zurückbefohlen, das geht automatisch. Hier gibt es noch einen Monitor, wo man sich den Flugverkehr angucken könnte oder angucken kann und sieht, okay, hier wird eine Warteschleife geflogen, aber der Albatros wird gleich hier aus der Warteschleife ausbrechen, hoffe ich doch. Genau, und hier seine Landebahn ziehen, also die Landeflugbahn. So, und dann von vorne oder von hinten. Hoffentlich landen. Da. Ja. Landet. Fährt dann automatisch zum Aufzug und wird unter Deck wieder sicher verstaut. Man sieht auch hier, dass die Andockprozedur läuft. Da blinkt dann auch. So, und dann habe ich danach alle Einheiten wieder an Bord. Genau, dann haben wir hier oben noch eine Anzeige, das Schiffsprotokoll. So, Crew beigetreten, Jason Dux. Da würdet ihr aber zum Beispiel auch sehen, wenn Einheiten zerstört wurden, die von hier kontrolliert werden, grundsätzlich von diesen Stationen aus. Dann steht da auch,
dass die zerstört wurden. Wie gesagt, hier, man kann hier noch raus, nur der Vollständigkeit halber. Man kann auch wohl unter Deck vielleicht auch Dinge tun. Mir geht es aber hier nur um die absoluten Grundlagen. Hier auf der rechten Seite kann man noch rausgehen. Da ist noch die Barke. Gut, dann last but not least etwas, was ihr hoffentlich nie brauchen werdet. Es gibt hier vorne noch eine Sicherheitsluke. Und unter dieser Sicherheitsluke befindet sich das Selbstzerstörungssystem. Und noch viele andere Knöpfe, die wahrscheinlich relativ selbsterklärend sind. Ja, soweit zu den Grundlagen von Carrier Command 2. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.